Hey Leute! Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Entspannt euch alle. Wir sind gerade erst gekommen. Gebt ihm etwas Zeit. Er ist der Gastgeber. Sein Wegbleiben erinnert mich an alle anderen Insiderquellen von Lonnet Entertainment. Komm schon, Kate. Hallo? Mr. Dumet? Essenszeit! Oh, Mr. Dumet, Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was, wieso? Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht hab. Das muss ein Kind sein, oder? Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Sind wir jetzt ganz alleine hier? Warum lädt er uns hierher ein und zum Essen und haut dann ab? Zweifelt nicht ständig an mir, das passt ja gar nicht. Ich bin sicher, er hat seine Gründe. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht hat er Pizza bestellt und sie liefern nur bis zum Anleger. Wir könnten uns das zunutze machen. Wie? Na, denk mal nach. Wir sind hier umgeben von der perfekten Kulisse. Alles läuft nach Plan. Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Oder vielleicht ist er einfach verrückt. Wäre nicht das erste Mal, dass Charlie ein Expertenbuch, der in Wahrheit bloß ein Fan von Serienmördern ist. Ich will dir ja nicht zustimmen, also echt nicht. Aber das sage ich die ganze Zeit. Dumet talkt einen Scheiß. Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja... Damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh Gott, Jamie. Musst du alles noch schlimmer machen? Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauch gerade eine. Guck. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studiowichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Ein Toast auf die magischen Studio-Wichtel und Charlies geniale Pläne. Also, ich würde jetzt gerne auf euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie... Ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Und zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können, das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, er hat uns sowas von gehört. Nee. Er wäre nie so nett, wenn er uns gehört hätte.
Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt. Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Hast recht. Schon dabei, oder Leute? Fantastisch, das höre ich gern. Sollte nicht lange dauern. Toll. 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 Ja, und ich nutze mal ganz schnell die Zeit, um endlich mal zu sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Oh, oh. Hallo? Leute? Seid ihr das? Benutze er, um das Richtungsmikrofon auszurichten und die Geräuschquelle zu finden. Okay. Achso, nee, so packe ich es wieder weg. Moment. Ja, pack's wieder aus. Oh, das hört sich nach der einen an, die wir am Anfang gesehen haben. Nee, doch nicht, die weint. Moment, der liegt. Ach so, ja, das kennen wir doch. Soll ich das mit ihr jetzt auch noch mal eben... Nochmal eben hochheben. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Hallo? Also ich denke mal, es ist nicht sinnvoll, weil wir es ja schon mal aufgehoben haben. Aber keine Ahnung. Ah, sie kann es aufmachen. Okay. Kapitel 5. Atemtechniken für Notfälle. In den vorherigen Kapiteln haben wir uns angesehen, wie wir mit Atmung durch den Bauch Angstgefühle leichter in den Griff bekommen. Es hat sich gezeigt, dass das Praktizieren von Techniken wie Tummo oder Pranayama für nur 20 Minuten täglich im Laufe der Zeit einen Puffer gegen Stress aufbaut. Aber wenn uns eine plötzliche Attacke oder Panikattacke überfällt, brauchen wir eine schnellere Technik, die sofort wirkt. Damit befassen wir uns in diesem Kapitel. Die 5-für-5-Technik. Suchen Sie sich einen Stuhl, der möglichst gemütlich ist, und lockern Sie Ihre Kleidung. Atmen Sie sanft 5 Sekunden lang durch die Nase ein. Versuchen Sie, in Ihren Bauch zu atmen. Aber wenn Sie das nicht können, ist es auch nicht schlimm. Atmen Sie 5 Sekunden lang durch den Mund aus, als ob Sie eine Kerze ausblasen wollen. Wiederholen Sie diese Abfolge 5 Minuten lang, bis Sie sich langsam ruhiger fühlen.
Das erinnert mich daran, dass ich zuletzt einen Bericht gesehen habe, dass man jeden Tag 5 Minuten lang tief einatmen soll durch die Nase und tief ausatmen soll durch den Mund, damit das Blut wieder mehr Sauerstoff bekommt. Hinweis: manchen Menschen hilft es, sich beim Atmen eine entspannende Umgebung vorzustellen. Ich stelle mir vor, ich würde im All schweben und neue Planeten weit weg von der Erde entdecken. Was könnte Ihre entspannende Umgebung sein? 5 Minuten. Oder einfach Kopfhörer aufsetzen. Ja, wenn es nicht gerade die Kopfhörer sind, wo wir die Störquelle jetzt gerade mit ausfindig machen wollen. Warum hat es jetzt hier gerade so vibriert? Sobald ich mich umdrehe, vibriert es irgendwie. Jetzt höre ich... Nee, ich glaube, die sind da. Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden. Glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Okay. Das war jetzt die Aufnahme. Das ist keine gute Vorahnung. Ich wusste, ich sollte nicht mit dem Gerät jetzt hier rumlaufen. Das ist wirklich... Achso, ich habe ja gar kein Licht dabei, ne? Aber gut, ich soll ja nun mal mit dem Gerät hier rumlaufen. Ich würde gerne einen anderen Charakter wählen. Da kann ich... auch nochmal hin. Okay. Die Hinrichtung von H.H. Holmes. Können wir hier denn noch irgendetwas... Hört sich gerade nicht gut an. Und wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Hä? Wo ist denn jetzt mein Zimmer? Hä? Oder bin ich von der Seite aus gekommen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Bitte keine Sorgen. Das tue ich aber längst. Konrad ist weggerannt. Wir finden ihn. Bitte, für mich. Entspann dich, okay? Das hier könnte für alle ein toller Kurzurlaub werden. Oh ja. Deine 8-jährige Tochter will so viel Spaß mit den gruseligen Animatroniken und der Serienmörderbibliothek haben, oder? Hörst du dich selbst reden? Entspann dich doch mal 2 Sekunden lang, dann hättest du vielleicht mal Spaß. Spaß haben? Das habe ich vor Jahren ausgedacht. Hey, vertrau mir einfach, okay? Ich wollte nie hierher kommen. Aber jetzt sind wir hier. Das finde ich jetzt gerade gar nicht gut, was hier abläuft. Ich höre ständig irgendwelche Türen und Leute, die laufen. Jetzt höre ich auch noch so ganz alte Musik. Aber ganz ehrlich, ich bin doch hier... Von hier bin ich doch gar nicht rumgekommen. Ich mag nicht mehr. Ich mag gerade wirklich nicht mehr. Ich sehe nämlich nichts mehr.
Und das Schlimme ist, dass es alles so wahnsinnig laut bei mir im Kopfhörer. Sagen, laufe ich jetzt hier im Kreis oder was? Ich sehe überhaupt nichts. Das ist mein keine Angstlied. Ich singe es, damit mir nichts geschieht. Ich befürchte, dass das nicht so wirklich hilft.